Eine fast menschenleere Straße in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. In der Ferne steigt Rauch auf. Im Kampf gegen die radikal-islamische Hamas verstärkt die israelische Armee ihre Angriffe auf die Großstadt. Khan Yunis wird laut der israelischen Armee von den Streitkräften eingekreist. Der Kommandeur des Südkommandos spricht von den intensivsten Kämpfen seit Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober. Nach Angaben der Hamas-Regierung wurden bei schweren Angriffen auf Gebiete östlich von Khan Yunis viele Menschen getötet oder verletzt. Die durch den Großangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober ausgelösten israelischen Gegenangriffe hatten sich wochenlang auf den Norden des Gazastreifens konzentriert. Bereits am Wochenende war aber auch der Süden stark unter Beschuss genommen worden. Wir haben die israelischen Streitkräfte angewiesen, den Krieg fortzusetzen. Unsere Soldaten weiten die Bodenoperationen gegen die Hamas überall im Gazastreifen aus, auch im Süden. Gaza muss entmilitarisiert werden. Und damit der Gazastreifen entmilitarisiert werden kann, gibt es nur eine Kraft, die dies sicherstellen kann. Und diese Kraft sind die israelischen Verteidigungskräfte. Keine internationale Kraft kann die Verantwortung dafür übernehmen. Viele Zivilisten sind vor den Gefechten geflohen. In einem Krankenhaus des Roten Halbmonds in Khan Yunis werden Verletzte behandelt. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Es gab eine Explosion und ich wurde von einem Schrapnell am Kopf getroffen und habe mich sofort zu Boden geworfen. Und plötzlich gab es einen Einschlag und ich wurde von einem fallenden Stein am Kopf getroffen. Die israelische Armee teilte zudem mit, dass bei einem Luftangriff im Norden des Gazastreifens mehrere Hamas-Kommandeure getötet worden seien. Am 7. Oktober waren hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1200 Menschen in Israel getötet und etwa 240 Menschen als Geiseln verschleppt. Es war der schwerste Angriff auf Israel seit seiner Staatsgründung vor 75 Jahren. Als Reaktion begann Israel mit massiven Angriffen auf Ziele im dicht besiedelten Gazastreifen. Nach jüngsten Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 16.200 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.